Und konzentrierten Eindruck, finde ich. Ja, ich habe lange gebraucht, Ihnen die Luft aus dem Fahrrad zu lassen. Deshalb sind Sie auch heute bisschen. Als würde der alte Mann noch mit dem Fahrrad zum Studio fahren. Warum denn nicht, Robinson? Ja, aber Sie brauchen doch ein Auto, Herr Ball. Aber ich bin doch sehr sportlich. Ach, seit wann? Ja. Hören Sie mal, ich fahre oft mit dem Fahrrad, das wissen Sie noch nicht. Ah ja, verstehe. Sie haben mich noch nie auf einem Fahrrad gesehen. Das stimmt. Ich habe Sie auch noch nie schwimmen sehen, obwohl ich weiß, dass Sie es vor 10 Jahren gelernt haben. Ich habe es gelernt. Woher wissen Sie das? Das Fahrrad von Herrn Ball da ist übrigens Rollstuhl. Gut, dass wir heute so intelligente Menschen wie Herbert Feuerstein und Ralf Schmitz haben, die ich jetzt hier ganz herzlich begrüße. Ich habe gesagt, es ist gut, wenn man nicht direkt draufhaut. Ja. Direkt ist das, halt dich zurück, dann sind wir gut dabei. Wollen wir anfangen? Nein. Sehr gerne, Herr Baller. Bitte. Bitte. Ja. Bitte. Gut. Ich sage nichts. Wir fangen an. Nadja Matuschek wohnt in Osnabrück. Und Nadja Matuschek möchte gerne wissen, was ist ein, eine Frage für Herbert Feuerstein, was ist ein Belebungsbecken? Ich weiß, was hätte ich auch gern. Ne? Ich weiß es. Du weißt es. Ich weiß natürlich auch, aber. Du weißt es auch? Nein, aber wenn du sagst, du weißt es, dann sag's. Wenn wir beide wissen, können wir es ja beide. Pass auf. Ja. Also ich glaube, es ist wie mit diesen Dingern, mit dieser Wiederbelebung, die man ja macht mit Elektroschocks. Ich glaube, da muss man erst ein Becken Wasser einlassen und dann lässt man da, wenn man keine Dinger hat, dann nimmt man Stromleitungen und dann ist das in diesem Becken. Badewanne kann man auch dazu sagen. Und dann ist da Wasser drin, dann macht, meldet man die rein und macht man, ja, 2, 1, und dann ist man wiederbelebt und kann gleich baden, weil man das. Es ist kein Wiederbelebungsbecken, es ist ein Belebungsbecken. Was habe ich gesagt? Die Frage ist, wenn es nicht um das menschliche Becken geht, um alte Säcke wieder zu beleben, zum Beispiel im Rotlichtgewerbe, ob es darum geht, ob man Fisch oder Menschen belebt in einem Becken. Der Fisch an sich wird ja gerne bei, wenn Aggertalsperren abgelassen werden. Du hast absolut recht. Ne? Ja. Dann müssen die ja die Fische abfangen und dann müssen die ja auch irgendwo transportieren oder aufbewahren oder. Vielleicht, wenn die dann schon im Schlamm und nach Luft gerungen haben, wenn das Wasser ganz weg war, kommen die vielleicht eher in den Becken, dass sie sich langsam beleben können, um dann wieder in laufendes Wasser. Das ist gut. Ja, wir sind uns also einig, dass es aus dem. Sie recht? Sie hat ziemlich recht. Ja, völlig verkehrt. Aber nicht ganz recht, ne? Ja. Muss mich schon auch ausreden lassen. Ein Belebungsbecken. Belebungsbecken. Das hat man, glaube ich, mehr in einer Sauna, ne? Mhm. Wenn man. Zu lange? Zu lange drin war, ne? Und dann ist draußen so ein kaltes Becken und da werden dann die Leute, die ausgetrocknet sind, hineingelegt, bis sie wieder sich mit Wasser vollgesogen haben und dann gehen die raus und machen denselben Schwachsinn wieder. Genau. Ne? Finde ich und gut. Und der Schweiß, der in der Sauna abläuft, wird unterirdisch kanalisiert in das. Lass ihn nochmal ausreden. Das nennt man Kreislauf der Natur. Natürlich. Also ich wäre auch also in einem Kurort, Bad Wörishofen zum Beispiel, Belebungsbecken. Ja. Ein Becken ein Kalt, mit kaltem Wasser und, oder warmem Wasser. Was medizinisches. Ja, was medizinisches. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Medizin ist gut. Was? Medizin ist gut. Ich glaube, wenn... Also nicht für die Frage jetzt, aber generell. Vielleicht auch Säuglinge, Becken, Säuglinge. Unterwassergeburt, Unterwassergeburt. Wenn die Unterwassergeburt in etwa 5 Meter Tiefe stattfindet... Dann wäre das ein sehr schlechtes Belebungsbecken. Aber ich glaube, es kommt eher sowas aus der... Du hast recht, du hast recht. Ja. Das ist aus der Geburtshilfe eine Sache, ne? Entschuldigung, ich wollte nicht an der Nase da... Ich glaube, es kommt eher aus der, was ja so ähnlich ist wie Geburt, aus der Organtransplantation, um den Bogen des Lebens zu schließen. Wenn ein Organ transplantatiert wird und eine Transportatiert, dann wird es... tiefgefroren. Jetzt kann man das natürlich nicht mit so einem Föhn so, bis das wunderschön knackig ist, weil es dann einfach verschieden schnell auftaut. Deshalb wird in einem Belebungsbecken ein gefrorener... Aber da lassen Sie mich bitte ausreden, ein bisschen Höflichkeit. Ja, ein bisschen. So, jetzt sind Sie dran. Ja, Ingo. Vielleicht hat das was mit dem Freibad zu tun. Es gibt ein großes Becken, es gibt ein kleines Kinderpinkel, es gibt ein kleines Becken und es gibt das Belebungsbecken. Und ich bin mal eben im Belebungsbecken. Vielleicht die alten Leute, ältere Leute, die sagen, ach, da kann ich nichts, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Im Augenblick, wo er sagt, oh ja, musst du aufhören zu reden, das ist kein Sinn. Ich habe vergessen, Entschuldigung. Ja. Vielleicht sollten wir generell überlegen, was das Becken an sich eigentlich ist. Das ist eine gute Frage. Becken ist eine sich nach außen hebende, vielleicht wölbende, aber nach unten doch verengende Vertiefung. Bitte ich kann Ihnen ein Bild machen. Ich glaube, also sowas.
So. Und jetzt, ja, mit dem menschlichen Becken hat das nichts zu tun. Nee, nee, ganz aber ich glaube zum Beispiel in einem Blatt, kann ich mir sowas vorstellen, dass vielleicht irgendwelche Tiere ihre Eier in einen beckenartigen Trichter, wo dort neue Generationen belebt werden. Welche und vorkommen. Tiere? Herr Balder, wenn Sie schon so genau fragen, weiß ich, es ist totaler Scheiß, was ich sage. Nein, ich möchte es wissen. Fledermäuse. Nein, keine Fledermäuse. Es sind Tiere? Delfine. Nein. Eingeweide Würmer. Pflanzen. Nein, keine Tiere. Er hat uns ja wieder... Pflanzen. Hat es vielleicht etwas mit einer Produktion von irgendwelchen Teilen zu tun, die dann zum Schluss aktiviert werden in irgendeinem Belebungsbecken? Welche? Nee, nee, nee. Das war auf das Mini. Elektronische. So nicht, mein Freund. So nicht. Vielleicht hat es sogar damit was zu tun. Was damit zu tun, ne? Ja. In einer Fabrik. Es werden dort Tiere. Sind wir in einer Fabrik? Sind wir in einer Fabrik? Silikon, Prozessorherstellung. Der Prozessor, die Platine wird gebrannt durch ein fotooptisches Verfahren. Funktioniert überhaupt nicht. Es wird in ein Ätzbad, in ein Becken hineingelegt. Nicht belichtete Teile werden dadurch entfernt. Der Prozessor wird belegt. Funktioniert danach. Kannst du mal ein bisschen leiser reden, der schläft schon. Sind wir vielleicht wirklich in einer Fabrik und sind wir bei Bluttransfusionen? Nein, wir... nein, das kann ich mit also von ganzem Herzen antworte ich jetzt ein fröhliches Nein. Aber ein Becken kann doch auch ein Behälter sein, oder nicht? Mit Tieren zu tun. Nein. Aber dann glaube ich, ist das hergestellt. Nein. Dann ist es ein Behälter und zwar kommt das aus der Chirurgie. Und zwar, wenn ein Chirurg jetzt aus Versehen statt der Milz jetzt das Herz rausnimmt und in ein Becken legt und dann kommt die Schwester und sagt, Mensch, da haben sie einen Fehler gemacht und er dann so schwupp das Herz wieder reinlegt, nennt man dieses Becken dann Belebungsbecken. Warum? Keine Ahnung, weil das so ist. Ich sag nichts. Ich fand das jetzt nicht so schön. Moment, vielleicht war er ganz nahe dran. Aber hallo. Vielleicht war er auch nicht ganz nah dran. Ja, aber vielleicht war er doch ganz nahe dran. Aber vielleicht auch nicht. Aber vielleicht doch. Vielleicht auch nicht. Aber vielleicht doch. Herr Balder, brauchen wir das Belebungsbecken in der Tier- oder in der Humanmedizin? Weder noch. Braucht man das bei der industriellen Stellung von Gütern? Haben Sie nicht irgendwann mal gesagt Medizin? Überhaupt nicht. Nee, braucht man das Belebungsbecken überhaupt? Das ist jetzt die Frage. Heller, nicht beißen. Hat er nicht. Hat er nicht. Es ist aber ein Begriff aus dem Sport. Aus dem Sport. Er hat eben gesagt, Medizin ist gut und meinte das als Fach. Sagt er eine sportliche Richtung. Und wir haben gerade noch, ein Nebenthema. Ich komme sofort auf dich zurück. Ich muss noch mal fragen. Wir haben uns hier seit 10 Minuten ein Wölfchen über Medizin und es ist nicht Medizin, Herr Balder. Das Problem, Herr Frau von Sinn, ist, dass Sie irgendwann nicht mehr zuhört. Ich habe gesagt, Medizin ist gut, allerdings nicht bei dieser Frage. Das stimmt, aber das liegt weniger daran, dass ich nicht zuhöre, sondern die Akustik ist nicht immer die beste. Das ist das Problem. So, jetzt sind wir beim Sport. Ja, wo sind wir? Sport. Das ist prima. Ja. Ja. Da gehört es auch hin. Nein. Ah, dann bin ich aber bei Pflanzen. Dann bin ich bei Pflanzen. Forst. Belebungsbecken. Es ist ein Pflänzchen zu Wässer. Ich habe ein Belebungsbecken gefangen. Das ist ein Name für einen Schmetterling. Belebungsbecken ist ein Name. Zum Schluss ist es immer ein Name von einem Schmetterling. Wie heißt denn der denn auf Latein? Wenn man drei Stunden raten und es ist nicht dabei, dann ist es immer ein Schmetterling. Wie heißt denn der denn auf Lateinisch? Ligus adofaltus beccus caputus. Pflanzen war es auch nicht. Pflanzen ist falsch. Ja, eben, pass auf. Ich glaube, es ist was ganz, ganz anderes, wie zum Beispiel Reifen oder Gummi. Es ist ein Material in einer Fabrik, was gewässert wird, damit man es weiterverarbeiten kann. Ja, nein. Er sagte dir. Ja, nein! Tinnitus! Es ist ein Begriff. Ach so, Gerichtsmedizin, Pathologie gehört ja auch irgendwo dazu, ne? Es ist doch nichts Medizinisches. Ist ja, aber wenn der, ein Landstrich, der Tiefer, tot ist, Tal, dann wird er besonders fruchtbare Menschen leben. Ob es was ist? Ein Tal, wo besonders fruchtbare Menschen leben. Wie kommen so Sie denn ausgerechnet? Jetzt habe ich es, Jungs. Kinder, wir können uns zurücklehnen. Die dicke Tante hat die Lösung. Ja. Wir sind in einem Volkshochschulkursus für Bauchtanz. Und wenn da natürlich, da kommen die Mädchen, haben überhaupt keinen Plan. Und da ist dann nur so ein Becken. Ja, so ein. Und das zeigt den Mädels, wie sie die Hüften zu bewegen. Richtige Antwort. Danke schön. Gut, also. Ich werde es euch jetzt sagen, Frau von Sinn, Sie sind mit Bauchtanz gar nicht so weit weg. Das sogenannte Belebungsbecken ist das A und O einer Kläranlage.
Nachdem der gröbste Dreck aus dem Abwasser gefiltert worden ist, landet die Brühe zur biologischen Endreinigung in einem Becken, in dem Mikroorganismen siedeln, die Schmutzstoffe auffressen. Außerdem wird durch Rohre am Boden Sauerstoff zugeführt. Das Wasser wird sozusagen belebt. Daher heißt dieses Ding Belebungsbecken. Und Nadja Matuschek bekommt 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen sehr. Wir kommen zu Martina Färber. Martina Färber kommt aus München und möchte gerne wissen, was versteht man unter einem sauberen Spiegel? Ja, einen geputzten Spiegel. Der Spiegel, also ich ist ja gerne schon mal, also gerade in so einer Puderquaste. Ich finde, ein sauberer Spiegel ist das, Herr Balder, wo Sie Ihr gesamtes Elend erkennen können. So, aber man nennt ja auch Spiegel, nennt man ja auch den Popo von einem Reh, nennt man ja auch Spiegel. Echt? Deswegen sage ich, ein sauberer Spiegel ist also der weiße Popo von einem Reh, während der schmutzige, da hat er dreimal eben. Das heißt Spiegel? Ja, Spiegel heißt das. Wir wussten was er nicht weiß, Ist das Jägersprache? Ich habe keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall nicht. Gut. Spiegel sagt man auch zu Flüssigkeiten, wenn die so eine gewisse Füllhöhe haben. Und Pegel, wenn die, genau, so ein Pegel. Und wenn das genau exakt passt, das ist ein sauberer Spiegel. Ja. Wo? Talsperren. Sauberer Spiegel, eine Talsperrenstadt ohne Überfluss. Genau, das ist ohne Überlauf. Nicht Talsperren. In der Produktion. Gar nicht die Richtung, ne, weil er gar nicht kennt. Mit Wasser, Bergsperren. Danke. Aber anderen Flüssigkeiten. Flüssigkeiten. Nein. Zuckerspiegel? Ist das ein Spiegel? Ist das im Blut? Ist das etwas Medizinisches? Ist das im Blut? Warten Sie mal, Moment. Nein. Der verarscht uns heute nach Strich und Faden. Herr Balder, haben Sie da auch alle falschen Antworten drauf? War echt eine schöne Abend, aber lachen Sie mich hier nicht mehr. Die Antwort ist die andere. Der hat immer zwei Lösungen da stehen und der nimmt dann die wir nicht haben. Ja. Also, was versteht man unter einem sauberen Spiegel? Man spricht ja von Hormonspiegel. Ja, Hormonspiegel. Zum Beispiel. Weißt du denn noch, was das ist? Jetzt nehme ich auch, also wer im Glashaus sitzt, Herr Balder. Und wenn Sie noch einen Hormonspiegel haben, dann ist er ganz dreckig. Ja. Er kann gar nicht sauber haben. Also es hat auch mit Hormonspiegel, du weiß Gott, gar nichts zu tun. Es hat aber auch nichts mit der Zeitschrift Spiegel zu tun von der Redaktion in Hamburg, dass die sagen, ein sauberer Spiegel ist ein Spiegel ohne 300 Druckfehler. Oder? Ohne? Oder eben ein schmutziger Formos. Spiegel ist eben einer mit sehr viel Druckfehlern. Ja, sehr schön. Falsch. Ja. Ein sauberer Spiegel ist eine. Ich bin einfach bei der Mikrobiologie, bei der DNA, Großer. Bei der Doppelhelix-Verdopplung. Das ist der, man spiegelt die. Da waren wir schon. Machen Sie weiter, Herr Ober. Entschuldigung. Man verdoppelt die einfach und wenn es fehlerfrei passiert, dann ist es ein sauberer Spiegel. Also ein Spiegelbild davon. Eine. Ingo? Ich glaube, das ist falsch. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaub, das aber ich glaube, er war noch nicht fertig. Also doch, ich war fertig. Ich hätte jetzt die DNA-Stränge aufgezählt, aber das ist aber ich finde das toll, wie viel Mühe er sich immer gibt. Ja, sagt seine Frau auch immer. Also Sie haben ja eben gesagt, es hat nichts mit Wasser zu tun. Also nicht, aber hat es etwas mit Flüssigkeit zu tun? Nein, aber das ist schon aus. So wie hier ein sauberer Spiegel. Ich habe gerade Entschuldigung, wenn ich euch nicht zugehört habe, aber der Ralf Schmitz hat hier die ganze Zeit solche Faxen gemacht. Mit überhaupt nicht. Ich habe mir einen sauberen Spiegel hergestellt. Wo? Hier am Wasser. Da oben. Da guck, da ist ein sauberer Spiegel. So guckst du. Kannst du auch ein Schmutzchen machen? Ja, pass auf. Ja, so schmutzig. Das hat aber nichts mit Flüssigkeiten zu tun, hast du gesagt. Hat das wirklich was mit einem Spiegel zu tun? So ein sauberer Spiegel in einer, in der Satellitenherstellung oder sowas in der Art? Nein. Ich sag jetzt einfach für dich, nein, das hat ja eh keinen Sinn. Ne? Es gab früher bei den Militär... Mach jetzt bloß wieder blöde Witze über mein Alter. Es gab früher bei den Militär... Ganz früher, ne? Ganz früher, jetzt so. Also, in den 80ern. Ja. 80ern. Da nannte man ja da irgendetwas, ne, was so die Offiziere hatten. Die hatten noch den Kragenspiegel. Ne? Und manchmal haben die Ehre beschmutzt, der Kompanie. Was? Und da haben die gesagt... Erklär ihm das mal. Na, die haben die Erde beschmutzt? Ich wollte nur ein Beispiel bringen, was es auf keinen Fall ist. So, was ist das? Spiegel, das hier? Den Kragenspiegel, ja. Vielleicht sind wir ja auf der Kirmes in einem... Stimmt das mit dem Militär? Nein. Vielleicht sind wir auf der Kirmes... Wir sind auf der Kirmes in einem Spiegelkabinett. Da gibt es ja so sehr lustige Zerrspiegel, wo du entweder ganz groß und schmal bist oder ganz groß. Dick und breit bist. Und ein sauberer Spiegel ist ein Spiegel, der das Bild, der dein Spiegelbild nicht verzerrt, sondern ein sauberes Abbild deiner selbst gibt.
Sag ich's euch. Nee, ich weiß es. Hast du das? Ich weiß es. Genannt. Pressespiegel. Ich weiß, was ein Sauerstoff. Astronomie. Hast du genannt. Astronomie. Ja. Es gibt ja unglaublich empfindliche Spiegel, die draußen im Weltall sind und so. Und die müssen ja so minimalistisch sauber sein, wie es gar nicht geht. Und die kleinste Verzerrung im... Ich hab keine Lust. Nee, pass auf. Ich weiß. Es hat tatsächlich was mit einem Spiegel zu tun, aber ganz anders, als wir dachten. Es geht nämlich so. Sauber! Kinderkind. Ich sage es. Ich bitte Gewerbe. Wie heißt denn der teuerste Rogen? Der teuerste Kaviar. Also, es ist ein Fachbegriff aus der Kaviarindustrie. Am sauberen Spiegel erkennt der Fachmann, ob der Kaviar von höchster Qualität ist. Warum? Dazu hebt er den Deckel der Dose an und nimmt ihn ab. Im Idealfall ist die Kaviaroberfläche glatt und glänzend wie ein Spiegel. Wären kleine Löcher in der Oberfläche, weil einzelne Fischeier beim Öffnen der Dose am Deckel hängen geblieben sind, dann wäre dies ein Zeichen dafür, dass Luft in die Dose gekommen ist und der Kaviar hat dann keinen sauberen Spiegel. So einfach ist das. So einfach? Ja. Martina Färber aus München, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Ich weiß, dass es meinen reizenden Kollegen und Kolleginnen immer großen Spaß macht, Tierfragen zu beantworten. Ich habe wieder eine sehr schöne. Sie kommt von Michael Zacharias aus Holzwickede. Es liegt in Nordrhein-Westfalen, für alle, die es nicht wissen. Und Michael möchte Folgendes wissen. Genau zuhören. Warum schaut das Breitflossen-Kerbflink-Weibchen? Oh, allein das will ich noch mal hören. Das ist ein Schmetterling. Das ist bestimmt ein Schmetterling. Ein Fisch. Warum schaut das Breitflossen-Kerbflink-Weibchen Kerbflink? Gern zu, wenn das Männchen Sex mit einer anderen hat? Kleine Information, ich weiß, dass ihr es wisst, aber ich möchte es für unsere Zuschauer sagen. Der Breitflossen-Kerbflink ist ein Süßwasserfisch, kommt in Amerika vor und wird bis zu 12 cm groß. Heißt der jetzt Kerbflink oder Kerbflink? Aber es ist eigentlich Kerbflink. Egal. Der ist in Amerika ansässig, nicht in heimischen Gewässern. Nein. Also Breitflossen-Kerbflink-Weibchen guckt gerne zu, wenn das Breitflossen-Kerbflink-Männchen Sex mit einer anderen... Ich nehme an, dass das Männchen das macht, um sein eigenes Weibchen zu stimulieren oder es bereit zu machen, dass es die Eier... Wie so nach dem Motto, guck mal, was ich alles kann, guck mal, was ich alles kann. Ja, also nach dem Motto, der Appetit kommt beim Essen. Zugucken. Guck mal, ich kann von hier, ich kann von da, ich kann ganz lange, guck mal hier. Und jetzt geht immer weg, meine Frau kommt wieder. Mit der rechten Flosse, guck mal. Das stimmt. Ich glaube, naja, so war die Frage ja nicht gestellt, nicht? Warum guckt das Weibchen gerne zu, der Gatte das... Wenn das Männchen Sex mit einer anderen hat. Ja, um vielleicht noch was zu lernen. Was denn zum Beispiel? Ja, poppen. Wie man das macht. Ja. Man spricht da ja auch vom Pornofisch. Von wem? Ja, das ist der berühmte Pornofisch. Der Breitflossenkerbfling. Ja. Ah ja. Ich glaube, vielleicht ist das eine Weibchen legt die Eier und das andere stimuliert den Mann. Ja. Und dann guckt das halt zu, wie der Mann stimuliert wird. Wenn der Mann dann entstimuliert ist quasi, was man dann auch Schlieren bilden, was man sehen kann, dann legt das Weibchen seine Eier dahin. Und hat keine Mühe, keine Anstrengung. Und keine Eier mehr danach. Genau, und dann auf diesen Das zuschauende Weibchen, das profitiert davon. Viel zu kompliziert. Schade, aber ich wäre gern mal so ein Breitflossen-Kerbling. Es ist viel zu kompliziert. Ja, schaut sie einfach gerne zu. Ja, warum denn? Das ist noch einfach. Vielleicht haben diese Fischlein ja auch so eine Haremsbildung. Also vielleicht ist das ja bei denen wirklich normal, dass die 3 bis 4 Weibchen haben oder begatten oder zumindest eben Minimum 2. Und eine Weibchen schaut halt sehr gerne zu, weil es gerade nicht fruchtbar ist, weil es gerade die Kleinen aufzieht und freut sich aber, dass der grundgute Gatte dafür sorgt, dass es weitergeht. Oder er ist zu grob und sie will das nicht bei sich. Genau, ich glaube nämlich auch. Ich glaube nämlich auch, dass da Sex nicht Schönes ist, sondern dass das Weibchen guckt sich an, wie das andere Weibchen mit dem da poppt und steht die ganze Zeit und denkt, Gott sei Dank bin ich das nicht. Viel zu kompliziert.
Herr Balder, wir werden immer einfacher. Irgendwann ist vielleicht, weil sie, weil dieses Weibchen gleichzeitig zwei andere Männchen hat. Hä? Ja, ist gut. Der Platz wird gleich frei. Das ist, ich hab das nicht verstanden. Ich auch. Nein, die schaut zu. Ne? Ja, und aber wie das Männchen ein anderes Weibchen gerade begattet. Und in Wirklichkeit hat sie dabei zwei Liebhaber. Und das weiß der aber nicht. Ach so. Ja. Und dann stehen wieder hinten vier und bei denen stehen jeweils auch wieder fünf. Und dann ja, Riesen. So entstehen ja. Schwärme. Ja. Mal viel einfacher. Also, er und sie, also sie guckt zu, hat ja ihre Eier schon gelegt. Das ist mir völlig wurscht. Also, ja, sie will aber nicht ihm. Nein, also, er. Wie meinst du jetzt, Hoike oder den Fisch? Moment, jetzt wird es zunehmen. Hä? Vielleicht, wenn ich bin sie raus. Das so blöd sie annoncieren, dass es viel einfacher ist, dann ist es doch klar. Dann ist das Weibchen die Mutter von dem Fisch. Das wird ja mal schlimmer. Die freut sich, dass der Junge. eine Partnerin gefunden hat. Stimmt, dann sind Fische noch perverser, als ich immer dachte. Nein, das stimmt Gott sei Dank nicht. Wenn ich mir vorstelle, meine Mutter. Das kommt aber sowas von, hast du schön. Was, was meinst du mit noch einfacher? Ich meine, es ist viel zu kompliziert. Es ist eine ganz einfache Antwort. Ja, das wissen wir ja jetzt, dass es einfach ist. Vor allen Dingen weiß ich jetzt schon, dass Sie lügen. Weil die Lösung wird gleich so hochkompliziert sein. Nein, ganz einfach. Die Lösung ist also einfacher als die Fragestellung. Also will das Weibchen, was zusieht, lernen? Will es was lernen? Nee. Nee, es will einfach, es will nicht, also das Weibchen will nicht mit dem Typen. Das Weibchen hat die Eier schon abgelegt. Ich weiß es, das wartet, bis es dran ist. Der hat zwei. Das eine ist fertig und sagt, ah, das sind 13 Minuten, dann warte ich, schwimme ich da einmal um Pudding und dann komme ich wieder und dann, zack, und dann bin ich wieder da. Dann kann das sein, dass sie das in der Höhle machen und die will eigentlich nicht zugucken, will weg, aber die poppen direkt vorm Ausgang. Ja, ich hatte ja gerne zu, hat er gesagt. Ah! Ich muss die Frage noch mal bitte einmal hören. Warum schaut das Breitflossen-Kerbflink-Weibchen gerne zu, wenn das Männchen Sex mit der anderen hat? Ach doch, mit einer anderen. Ah, vielleicht. Weil ich dachte nämlich gerade, mit einem Weibchen, das ist sie selber, und weil sie es kann. Aber wird sie stimuliert? Wir haben immer gesagt, der Mann wird stimuliert. Wird sie stimuliert, weil sie das sieht? Eine andere. Weil wenn er Sex mit einer anderen hat, ja, ne? Ja, ja. Aha. Vielleicht. Mit einer anderen, vielleicht ist es ja gar kein anderer Fisch. Doch. Sondern der macht es mit einer Blume. Oder mit der Mutter. Oder mit einer Anglerin. Vielleicht kann der... Vielleicht will sie einfach sehen, ob er fruchtbar ist. Es gibt ja Fische, die... So. Sie will sehen, ob er fruchtbar ist. Ob er die fruchtbar... ob er weiß, dass er fruchtbar ist. Ob er einen Ständer kriegt. Kann er oder kann er nicht? Also ich lasse das gelten, das ist die richtige Antwort. Ja. Ja. Das richtige Wort würde zeugungsfähig heißen, aber... Potent. Das gleiche. So, das ist die richtige Antwort. Prima. Das war wirklich einfach. War ja wirklich einfach. Guckt einfach zu. Seit wann helfen und Sie wenn uns? Das Männchen dann, dann weiß es das und dann... Zack. Und dann ist die andere aber auch geschwängert, oder was? Die ist dann auch geschwängert, aber die ist dann abgemeldet für die weiteren 30 Jahre. Das ist ja wie bei uns, oder? Wie bei uns. Ja. Wie also wie bei dir. In Bielefeld ist das so. Aber der Fisch verknallt sich in seine Partner und sagt, Liebchen, ich zeig dir jetzt mal eben bei einer anderen, dass ich potent bin. Genau so. Und geht dann zu, und dann sind die aber auch ein Leben lang zusammen. Dann sind die zusammen. Warum geht das nicht bei uns? Ich liebe dich, guck mal. Ja, Michael, es tut mir leid, aber das muss ich nun mal so gelten lassen. Das war eine richtige Antwort. Wir kommen zu Caroline Werner. Sie wohnt an sich in Limburg, ist heute Abend bei uns. Caroline. Limburg. Wo finden wir sie? Ganz dort oben. Caroline, ich gönne die 500 Euro von Herzen. Ich glaube, es sieht ganz gut für Sie aus. Ich stelle Ihre Frage. Was ist der Schweinepass? Diese jungen Dinger von heute, weißt du? Der Schweinepass, also ich meine, es gibt ja Schweinekrankheiten oder Schweinepest oder was auch immer. Es ist ein Gesundheitspass für Schweine, damit die ein- oder ausgeführt werden dürfen aus Ländern. Das heißt, die Schweine müssen den an der Grenze immer vorzeigen? Ja. Ist der mit Lichtbild oder ohne? Mit Lichtbild. Was ist denn da drauf, das Gesicht oder das Schwänzchen? Das Gesicht von dem Schwein.
Nein. Ich glaube, das ist so ein Punktepass für Fleischesser. Das heißt also, wenn man jetzt sehr, sehr gerne Schweinefleisch isst und man hat ein Schwein voll, kriegt man einen Stempel. Und wenn man dann 10 Schweine gefressen hat, kriegt man das 11. Grad. Ach so, man steht bei mehr. Ich weiß es. Sammeln Sie Punkte? Genau. Das sind jetzt keine Rückschlüsse auf mich, aber ich weiß es. Es ist ein Reisedokument für Sextouristen. Ja. Also ich bin auch bei Thailand, Reisen. Dieses Thailand, junge Ding da Thailand. Oben sieht ja so aus, als würde es sich gerne auch im Winter auf der einen oder anderen Skihütte amüsieren. Ja. Après-Ski-Partys und so. Und ein Schweinepass ist ein lustiger Ausdruck in Österreich, weil da gibt es ja diese Skipässe. Und einen Schweinepass kriegen die, wenn sie halt irgendwie 50 Obstler geschafft haben. Innerhalb von 3 Minuten. Genau. Darf man dann auch einen Jagertee dazwischen trinken oder nur Obstler? Sie dürfen das. Ich darf. Falsch. Ich glaube, ein Schweinepass ist einfach eine Strecke. Ja, genau, eine Straße, wie die Seidenstraße. Eine Strecke über die Alpen, wo früher die Schweine drüber getrieben wurden, um drüben zu sein. Wo? Auf der anderen Seite. Vom Schweinepass. In den Alpen ist das so. Wie Hannibal mit den Elefanten über die Alpen gelatscht ist, ist irgendeiner auch mit Alpen. Das Holger mit den Schweinen über die Alpen. Wir beide waren nie über den Alpen. Das ist der Kleine. Es gibt den großen Elefantenpass und der Kleine ist der Schweinepass. Ist es ja eh nicht, ne? Ja, ist es eh nicht, nein. Schweinepass, vielleicht hat den jemand von uns. Aber ich glaube, deine allererste ist ja, könnte hier jemand sitzen, also ich will jetzt keinen angucken, aber könnte jemand sitzen, der einen Schweinepass... Im Studio? Ja. Ich glaube kaum. Und wenn, wäre es ein Wunder. Ist das ein Tier? Ob Schweinepass ein Tier ist? Ist es ein Tier oder eine Pflanze? Ein Schmetterling! Ist ein Schmetterling! Ein Pilz! Ist ein Schmetterling! Ein Pilz! Wenn Christoph Maria Herbst hier wäre, wäre es eine alte, vergessene Apfelsorte aus der Eifel. Und wenn der Pastewka hier wäre, wäre es ein Rahmschnitt. Genau. Also ist Schweinepass eine Pilzsorte, eine Pflanzensorte? Nein. Nein. Aber es ist ein Dokument. Gib das zu. Ist es was aus Spiel, aus einer... Es ist ein Dokument. Ich will das jetzt wissen. Nein. Ist es aus einer Spielesammlung? Braucht man es, um ein Spiel zu spielen? Welches? Ja, das weiß ich nicht, ob es Spiele sind. Es gibt ein Schweinewürfelspiel. Es gibt ein Würfelspiel, wo man mit Schweinen würfelt. Und je nachdem, wie die liegen, hat das... Schweinepass! Schweinerei heißt das Spiel. Das sind so Schweine, mit denen würfelt man. Das stimmt, das kenne ich auch. Ich habe einen Schweinepass. Und dann muss man sagen, ich habe mehr davon. Ich habe mehr davon. Sagt man dann. Ich habe mehr. Und wenn es falsch ist, kriegt man einen Strich. Und wenn man einen Strich hat, ist man raus, kommt in den See. Ich schläge mit dem Stoff. Nee, es sind Schweine. Es sind kleine Schweine. Es sind keine Karten. Es sind Schweine, mit denen man würfelt. So Figürchen. Es ist überhaupt kein Spiel. Wir müssen doch mal Kavalier erfinden. Ich komme gleich auf das Angebot, wenn wir aufs Maul zurück haben. Wir dürfen uns auch nicht mehr so freuen. Das stimmt. Wir dürfen uns nicht mehr in solche Gefühlswallungen falschen. Ich freue mich nie wieder. Ich will nur ein klares Ja oder Nein aus. Wer sagt's ihm? Du. Achso. Herr Balder. Nur ein klares Ja oder Nein, wir freuen uns nie wieder. Ja. Ich bin jetzt ganz lieb. Geben Sie der Dame 500 Euro und sagen Sie uns, was es ist. In Ordnung. Ja? Ja? Ernsthaft? Also ja. Ich habe keine Lust mehr der Frage. Nee. Also ihr würdet es auch nie rauskriegen. Eben. Also, was bezeichnet man denn noch als Pass? Jetzt mal außerhalb der Reihe. Wir sind ja schon fertig. Also das Geld gibt's. Ja, also beim Sport. Weg. Was ist denn Pass? Beim Fußball. Nee. Da auch. Basketball. Aber was ist denn noch Pass? Ja, eine Straße. Wer reitet denn? Beim Reiten zum Beispiel. Passgang. Ja, der Passgang. Also, und wenn ein Pferd der Pass geht wie ein Schwein, dann geht das Pferd... Also der Pass, so ähnlich, der Pass ist neben... Das hat keinen Sinn, Entschuldigung. Der Pass. Doch, wir haben auch gelogen. Wir haben es nämlich doch rausgekriegt. Also, Moment, ich sag's dir. Bevor... Gib das Geld wieder her! Bevor die Caroline das Geld kriegt, sage ich euch, was der Schweinepass ist. Der Pass ist neben Schritt, Trab und Galopp eine Gangart bei Islandpferden. Bei dieser Gangart bewegen sich die linken und rechten Beine jeweils synchron. Also linkes Vorderbein und linkes Hinterbein ziehen gleichzeitig nach vorne und rechtes Hinterbein und rechtes Vorderbein ziehen gleichzeitig nach hinten. So geht es immer hin und her. So, wenn der Pass zu langsam geritten wird, sieht es aus von hinten, als ob das Pferd torkt und sich wie ein Schwein bewegt. Deshalb heißt es dann Schweinepass. Caroline, 500 Euro, Cash auf dir. Meine Damen und Herren, 500 Euro sind ja
nicht verkehrt, vielleicht auch für Sie nicht. Wenn Sie 500 Euro haben möchten, dann können Sie uns Fragen einsenden zu Genial Daneben. 50616 Köln oder Sie rufen einfach nur an 01378 1120 oder einfach eine E-Mail an fragen@genialdaneben.de. Eine etwas einfachere, vermeintlich einfachere Frage von Michael Läufert aus Unna. Warum haben die Einwohner von Salt Lake City der Möwe ein Denkmal errichtet? Jonathan. Ist das die Möwe Jonathan? Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie hat ein Denkmal. Damit die endlich mal auf ihr eigenes Denkmal kommt. Das glaube ich, ja. Komm, wir gehen was trinken. Komm, wir gehen. Also, lustig. Einwohner von Salt Lake City. Salt Lake City. Da waren mal Winterspiele. Ist die Stadt der Mormonen. Richtig. Ja. Mormonen, ja. Hat mit den Mormonen etwas zu tun. Hat auch was zu tun damit. Ne? Hat auch was zu tun damit. Mit den Mormonen? Ja. Ja. In welchem Bundesstaat liegt Salt Lake? In Utah. Ja. Utah, richtig. Es gab nur eine einzige Möwe und die haben die so wahnsinnig geliebt, dass sie direkt in Stein gemeißelt haben. Ja. Dumm war nur, dass sie noch drauf saß. Vielleicht hat die Möwe dem Obermormon mal das Leben gerettet. Was weiß ich, der hat was an den Kopf gekriegt, dann ist er auf die Möwenscheiße ausgerutscht und ist dann dran vorbeigeschledert. Oder durch so. Einen Schrei. Hä? Ah, wie hieß der? Hat sie hieß das Leben dieser Mormonmann, Smith. Der das Buch Mormon bekommen hat, hat die dem das Buch Mormon gegeben? Der Engel. Ja. Der, so als Engel, Symbol für den Engel. Aber es hat ja nichts mit der Religion zu tun, sagt er. Er weiß ja nichts. Nee, ich glaube nicht. Sind die dran? Achso, ich glaube ja, es ist gar kein Denkmal, ich glaube, es ist eine echte Möwe. Ist die einzige, die sich nach Salt Lake City verirrt hat. Und haben gesagt, guck mal, was ist das? Und zack, direkt Zement drüber, die Baumwolle. Das mach ich. So was haben wir noch nie gesehen. Da ist, die stellen wir aus. Nein, die Mormonen sind ja bekannt für ihre Ahnenforschung. Die haben noch in ihrem Tempel so einen immensen... Vielleicht stand einer von denen von der Möwe ab. Oder von einem Kripselfitzelfisch. Kann auch sein. Weder noch. Aber es hat mit eine konkrete Geschichte, die mit der Möwe zu tun natürlich. Hat. Natürlich. Ne? Ja. Und die hat auch in der mormonischen Religion eine Bedeutung. Nein. Hat sie nicht. Ne? Das heißt, es hätten jetzt auch Evangelien oder Katholen sein können, wenn die dieselbe Geschichte dort erlebt hätten. War das denn eine doofe Idee, dass die Möwe irgendjemand von denen da mal das Leben gerettet hat? Das war eine ziemlich doofe Idee. Das heißt, also... Doof war sie nicht. Ne? Die ist für die Stadtgründung verantwortlich. Für welche Stadt? Von Salt Lake City. Warum? Weil die, die sind da lang gezogen und haben wie Arche Noah. Als Noah... Dort hat sie sich niedergelassen. Genau, als Noah irgendwie da mit seinem Schiff am Berg Ararat oder so gelandet ist, hat er ja eine Möwe vorausgeschickt. Das war eine Taube. Und liegt doch nicht in Utah. Ich spanne einen größeren Bogen, Herr Ball. Ja, okay. Und so eine Evolution dauert so die ein oder andere Millionen Jahre. Genauso haben sie Mormonen, die sind durch das Land gezogen und dort, wo sich eine Möwe niedergesetzt hat, haben die Stadt gegründet. So war das. Quatsch. Die haben den Stadt um den Vogelschiss zu. Ist das vielleicht fruchtbar hier, dieses. Die gucken erst, ob die Möwe fruchtbar und dann sind sie auf die Möwe fruchtbar. Das ist Quatsch. Was haben die denn? Nichts. Hat es was mit der geologischen Beschaffenheit des Landes zu tun, auf dem die Mormonen wohnen? Also ich will darauf hinaus, dass das die vielleicht. Reimt sich sogar. Was? Es reimt sich. Danke. Ich will darauf hinaus, Mormonen dass. Mormonen wohnen. Aber welche Drogen haben Sie eigentlich genommen heute? Spiegel. Ja, Mormonen wohnen! Nee, der letzte ist er zu gelassen, der ist ja nicht auf Koks. Das stimmt. Sie haben sich eher einen durchgezogen, also richtig gut. Ich habe jetzt einfach nur gedacht, wenn da wirklich kein Meer ist und die Möwe symbolisiert ja letztendlich doch das Meer. Freiheit. Vielleicht sind die besonders froh, dass sie kein Meer haben, weil sie das besonders schick finden. Also dass sie deswegen sagen, hoffentlich kommt hier niemals so viel Wasser hin, dass hier mal irgendwann ein Meer ist und deswegen die Möwe. Also, ich habe keinen Plan, Herr Ball. Ich werde es euch mal sagen. Ja. Das ist schön. Wir werden euch mal erlösen. Also, 1848.
Ach so. Erinnerungen machen. Ja, ja. Nein, das muss. Ja. Die frisch in Utah angesiedelten Mormonen wollten ihre erste Ernte einbringen. Da drohte ein Schwarm von Millionen Heuschrecken, alles wegzufressen. Das war so. Plötzlich, so berichten die Chronisten, tauchten Tausende von Möwen auf, die sich über die Heuschrecken hermachten und so einen Großteil der Ernte retteten. Und zum Dank dafür errichtete man der Möwe in Salt Lake City ein Denkmal. Das macht ja auch richtig Sinn. Die Frage ist nur, hat das so stattgefunden? Man kann es nachlesen und Michael Läufert kriegt 500 Euro. Gratuliere. Jetzt kommen wir zu Anja Nagy. Sie wohnt in Bad Brückenau, das liegt in Bayern. Und Anja hat eine Frage, die ihr mir wahrscheinlich alle sofort beantworten Prima. Könnt. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Anja möchte wissen, was ist ein Moderatorband? Moderatorband. Das, was wir von dir so hören, ne? Das kann ja nicht echt sein. Immer die gleiche Leier. Ja. Ja, immer die gleiche Leier. Ja, ja, immer dieses Ja, 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 das hat nichts mit der Frage zu tun. Es ist aber nicht einfach ganz lustig, das, was der Mensch, der den Teleprompter bedient, einlegen muss, damit der Showmaster alles Moderator ablesen kann. Also das, was wir hier nicht haben. Das haben wir hier nicht. Oder sowas wie ein Showreel, dass man, also sowas, dass man, Sie haben ein Moderatorband, da steht, ist alles drauf, ein Video, was Sie gemacht haben, so als Werbung. Ich glaube, es gibt ja viele Moderatoren, die sind dumm wie Bohnenstroh und die können sich ihre Texte nicht merken. Dann wird das vorsynchronisiert und dann wird das nur noch abgespielt und die bewegen einfach nur ihre Lippen und alle denken, das ist live. Wer macht denn das zum Beispiel? Das sage ich jetzt nicht, sonst kriege ich Prügel. Der Herr Balder schlägt nicht zu, keine Ahnung. Ist das vielleicht etwas aus dem Sportbereich, wie jetzt zum Beispiel Boxen? Nein, auch nicht. Dass es irgendetwas, eine Markierung ist, wo der Moderator nicht hingehen darf, damit er nicht in den Wettkampf irgendwie irritiert? Also im Sport. Herbert weiß es, glaube ich. Natürlich. Dann sag's. Nein. Das reicht ja nicht. Ich glaube, ich zu wissen. Also, es hat mit Sicherheit nichts mit Fernsehen zu tun. Moderator kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so wie Mäßigung und wird auch als Begriff in der Chemie zum Beispiel benutzt. Ne? Und ein Moderatorenband ist eben ein Band, das irgendetwas abschwächt. Was denn? Einen chemischen Prozess innerhalb wird reingehalten. Die Spannung hier in dieser Sendung zum Beispiel. Dann bleibt der Prozess, hält quasi an. Ja, die Erklärung eben war nicht ganz richtig. Aber fast, ne? Nein. Du musst sagen, wie lange aber das Band ist. Ja, komm, Moment, also Moment. Die Richtung stimmt aber schon. Was? Stimmt nichts von dem? Überhaupt nicht. Auch die lateinische Erklärung war nicht ganz richtig. Moment, moderare heißt mäßigen. Nein. Es heißt so! Entschuldigung, ich habe ja 8 Jahre gelernt. Heißt es irgendwas wie führen? Jetzt wundern sich aber ein anderer hier so aufregt. Moderare heißt nicht mäßig. Was soll das dann heißen? Das werde ich euch nicht sagen. Kommentieren dann wisst ihr es nicht. Flugscheißen! Moderare heißt Flugscheißen! Moderare heißt, wisst ihr, was da steht? So, also wenn Moderare nicht mäßig heißt, dann weiß ich auch nicht, was ich bis zum Verfassungsgericht. Ich habe auch das kleine Latinum. So, das heißt nämlich mäßigen. Das wird auch noch gerichtlich feststellen. Was heißt denn dann der Moderator? Der Mäßiger oder was? Na, das ist ja das Bizarre. Das hat der mit gemäßigtem Ton etwas kommentiert. Ich glaube, er ist ja der Mäßiger zwischen zwei Leuten. Was ist denn so? Schau doch nach. Moderar ist Leiter. Was heißt das? Degradieren Sie oder ist das Mensch? In der Physik. Ja, aber glaub doch zu wissen, was Moderare das Moderare leiten und. Also unter anderem auch, ja. Also, Moderare heißt Leiter. Das heißt mäßig Leitung. Aha, hast du schon gesagt? Hast du schon zugegeben? Also ist es ein Kabel. Moderatorband ist ein Kabel. Leitungsband. Es wird das geleitet. Elektrizität an einem Band. Es wird das geleitet. Förderband oder sowas. Kein Förderband, aber. Ein Strom. Strom, wo? Ja, wo? Es ist bestimmt falsch. Ich hau sie platt. Das ist. Von unten nach oben. Nicht in der Wohnung, nein, nicht in bestimmten technischen Geräten, wie zum Beispiel im Fernsehen. Strom und Leitung, Balder! Ja. Ah, das könnte mit Mäßigung wieder stimmen. Es gibt ja diese Sender, bei denen man so ausziehen muss, damit dann das. Und daraus sowohl leiten als auch mäßigen wieder zusammengeführt und wir alle können Frieden schließen und eine Taube hier in die Ecke beißen. Und zwar das Moderatorband sind die kleinen Plastikbänder, die in kleinen Elektrogeräten sind, die man erst rausziehen muss, damit zum Beispiel ein Plastikhund so machen kann. Vielleicht ist auch eine elektrische Leitung, oder? Nein.
Vielleicht ist Moderatorband auch sowas etwas Feinsinniges, etwas Feingeistiges. Ein Band, was zwischen zwei Menschen entsteht. Also zwischen einem Ratenden und einem Moderatorin. Nee, das kann's nicht sein. Also ich frage jetzt mal ganz platt, sind wir im Fernsehbusiness mit der Frage? Nein. Also bei Moderatoren? Nein. Überhaupt nicht. Nein. Medizin? Medizin? Nein. Okay, weil dann siehst du. Ja oder nein? Ich hab gesagt, Medizin. Ja, aber was soll ich nicht Medizin sagen? Verstanden? Ja, schau doch dieses verlogene Gesicht nur zu nicken. Medizin. Ja? Ja, Medizin. Medizin. Moderation. Ja, dann ist es klar, oder? Macht man ein bisschen Medizin. Ist es ein Stimmband? Also die Frage ist, ist es etwas Organisches oder ist es eine Hilfe? Was Organisches. Was? Man hat es im Körper. Ja. Gell? Ja. Siehst du? Und zwar echt oder aus das Plastik? Das ist wie so ein Band, eine Sehne, man spricht ja von Bändern. Ne? Es ist ein ganz bestimmtes Band, das eine ganz bestimmte Bewegung mäßigt. Leitet. Aber nur ist ja leiten und mäßigen genau das Gleiche. Nee, im Lateinischen ja. Ein Moderatorband sehen. Nee, aber so. Das ist es. Der Moderatorband ist die Lösung. Das ist der Chefband. Und zwar, dass ich das Bein heben und senken kann. Ist das Moderatorband? Ist das ein Nervenstrang? Nein. Nein. Ist das Zungenbändchen? Ein Muskel. Ein Muskel, haben wir ja gesagt. Adduktoren und. Das haben wir jetzt zum ersten Mal gesagt. Naja, ein Körperteil ist ja auch wohl ein Muskel, oder? Nee. Herr Feuerstein, lass uns jetzt mal schnell zur Lösung gaspieren. Also. Das Moderatorband ist ein Muskelband. Ja. Und Sie wollen jetzt von uns hören, was der Muskel bewegt. Wenn er jetzt auch noch sagt, wo dieses Muskelband sitzt und welche Funktion es hat, in der Wade. Zufrieden. In der Wade. In der wo? Arme. In der Wade. In welcher? In der rechten oder in der linken? In beiden. In beiden. Sehr interessant. Stimmt aber nicht. Nein. Dann ist es im Oberschenkel. Arme. Ich meine, das Herz ist auch ein Muskel, ne? Ist es im Herz? Vielleicht steuert Herzschrittmacher. Das Moderatorenband steuert vielleicht die Herzkappe, die Blutzufuhr. Es ist die Hauptschlagader, die aus dem Herzen... Nein. Aber das Herz ist ja ein Muskel. Und wir befinden uns also am Herzen. Das Moderatorband... Sie haben gesagt, das reicht. Wenn wir sagen, wo das Ding ist, dann haben wir gewonnen, haben Sie gesagt. Sie haben eben gesagt, das reicht. Welche Funktion hat es? Es hat die Klappen auf. Es kontrolliert den Herzschlag. Es macht die Klappen für die Blutzufuhr auf. Es mäßigt den Herzschlag. Es mäßigt, ja. Wenn man zu sehr redet. Ich gehe mit dir vom Muskelband. Allein aus dem Muskel. So, ich werde euch sagen, die richtige Antwort lautet wie folgt. In der Wand der rechten Herzkammer. Hab ich gesagt! Herr Walter, Ihnen ist das scheißegal, aber ich kriege jetzt hier langsam an. Und ich habe jetzt rechts und links einen Tinnitus. Jetzt ist aber Feierabend. Ich gehe mit vor Gericht. Ich reg mich so auf. Verläuft ein Muskelband, das Kontakt hat. Muskelband haben wir auch gesagt! Ja. Kinder, wir wollten uns nicht mehr aufregen. Wir haben es uns versprochen. Wir sind jetzt... Also, ich sag's nochmal. In der Wand der rechten Herzkammer verläuft ein Muskelband, das Kontakt hat zu den Reizleitungsfasern. Ja. Die den Impuls für den Herzschlag zu den Herzkammern... Das habe ich wirklich gesagt! Ich reg mich schon wieder auf! Zu den Herzkammern leiten. Aber bitte, das habe ich hier jedes Wochenende! Jetzt reg ich mich so auf! Ich brauch was! Ich hab's doch gesagt. Aber weiter! Lass es mich noch schnell zu Ende führen. Ich muss den Schluss noch auskosten, damit er wieder brüllen kann. Dieses Muskelband, meine Damen und Herren, heißt Moderatorband, weil vom lateinischen Moderare abgeleitet, was so viel bedeutet wie leiten, lenken. Nein. Mäßigen heißt das. Und aus diesem Grunde kriegt mir Nagi 500 Euro, meine Damen und Herren. Ich gratuliere euch herzlich. Also es war sehr schön, ich habe Angst um Herbert Feuerstein, ich denke jedes Mal, es könnte seine letzte Sendung sein. Wir haben Angst um Sie, weil gleich ist die Sendung aus. Na gut, dann werde ich mich jetzt
ganz leise davon schleichen. Ja. Morgen Abend sind wir wieder für Sie da mit einem neuen Team. Bleiben Sie uns gewogen, wie Herr Busse immer sagt. Das war genial daneben. Bis morgen. Tschüss. Wählte es.